Heute geht es um Karl Polanyi, um den Zusammenbruch des Kapitalismus und seine Wiederauferstehung. Das heißt, heute geht es zum letzten Mal um die theoretischen Grundlagen von Wirtschaft und Gesellschaft in Europa, um den letzten großen Theoretiker. Genau genommen geht es um drei Theoretiker: Karl Polanyi, dann Keynes und dann von Hayek. Danach geht es in der zweiten Hälfte der Lehrveranstaltung um die drei Ebenen, die in Wirtschaft und Gesellschaft relevant sind, also um die Mikroebene, wie verhalten sich Individuen in der Wirtschaft, um die Mesoebene, was sind überhaupt Unternehmen, und um die Makroebene, die Gesellschaftsebene. Und dann geht es um die Frage, wie Kulturkapitalismus beeinflusst, warum es Ungleichheit gibt und ob es eine europäische Gesellschaft gibt. Und dann fassen wir in der letzten Sitzung alles Gelernte nochmal zusammen. Jetzt also zum Inhalt der heutigen Sitzung. Nach Adam Smith und den drei soziologischen Klassikern Marx, Weber und Durkheim, die wir bisher durchgenommen haben, kam historisch erstmal sehr lange nichts in der Beschäftigung der Soziologie mit der Wirtschaft. Mit einer großen Ausnahme, und um diese große Ausnahme geht es heute, und das ist Karl Polanyi. Karl Polanyi ist sozusagen der modernste Klassiker der soziologischen Beschäftigung mit Wirtschaft. Und auf seiner Idee der Einbettung fußt heute die Beschäftigung der Soziologie mit der Wirtschaft. Sie erinnern sich vielleicht, Sie haben schon bei Granovetter gehört, wie diese Idee der Einbettung der in den 1980er Jahren die Wirtschaftssoziologie neu gestartet hat. Granovetter meint aber mit sozialer Einbettung was etwas Unterschiedliches. Granovetter argumentiert, dass das konkrete soziale Handeln einer konkreten Person immer durch ihre Einbettung in soziale Situationen zu erklären ist. Polanyi meint eher, dass der Kapitalismus als Wirtschaftssystem in einer bestimmten Gesellschaft und Politik eingebettet ist und so auch analysiert werden muss. Und wenn Karl Marx beispielsweise linksradikales Denken repräsentiert und Adam Smith marktradikales Denken repräsentiert, dann repräsentiert Polanyi die dritte große Denkrichtung neben Sozialismus und Marktliberalismus. Polanyi ist quasi ein Konservativer. Polanyi meint, dass die Wirtschaft das Leben der Menschen ruhig durcheinanderwürfeln darf, beziehungsweise ist es einfach unvermeidlich, dass das passiert. Es darf aber, und das ist ein wichtiger Punkt, einfach nicht zu schnell gehen. Denn die Veränderung der Wirtschaft ist unvermeidbar. Wenn wir wollen, dass die Wirtschaft uns alle reich macht, dann sollten wir das auch nicht vermeiden. Aber die Veränderung der Wirtschaft darf die Fähigkeit der Menschen, sich anzupassen, nicht übersteigen. Es geht also nicht darum, Veränderungen ganz aufzuhalten, sondern Veränderungen einfach nur zu verlangsamen. Und was hinter dieser Überlegung steckt, das zeige ich Ihnen heute zuerst und danach besprechen wir noch die wichtigsten Wirtschaftswissenschaftler des 20. Jahrhunderts, also John Maynard Keynes und Friedrich August von Hayek. Also, wer war erstmal Karl Polanyi? Ich habe Ihnen hier wieder so eine schöne Karte gebaut. Karl Polanyi lebte von 1886 bis 1964, also Sie sehen eben etwas später als die anderen Klassiker, die wir uns angeschaut haben. Und Polanyi ist eigentlich Jurist. Das heißt, Karl Polanyi hat nicht Wirtschaftswissenschaften oder Soziologie studiert. Und sein wichtigstes Werk war 1944 The Great Transformation. Und dieses Werk ist daraus entstanden, dass Polanyi sich mitten im Zweiten Weltkrieg fragt, wie konnte es zu diesem Desaster kommen? Und er antwortet im Wesentlichen, dass der Kapitalismus den Ersten Weltkrieg und daraus hervorgehend den Faschismus hervorgebracht hat. Schematisch kann man sich das so vorstellen, und darum soll es heute gehen. Es gab nach Polanyis Vorstellung eine eingebettete Wirtschaft, wo die Verteilung von Gütern gesellschaftlichen Regeln gefolgt ist. Das war bis ins Jahr 1800. Wir sind ins Jahr 1834 genau genommen. Dann gab es die Great Transformation, dass Boden, Menschen und Kapital handelbar wurden im 18. und 19. Jahrhundert. Dann gab es eine entbettete Wirtschaft, wo die Gesellschaft sich dem Kapitalismus angepasst hat, statt umgekehrt. Was ungefähr auch das ist, was Karl Marx bemängelt hat. Und dann gab es eine Gegenbewegung, nämlich laut Karl Polanyi haben sich Nationalismus, Protektionismus und daraus hervorgehend dann Faschismus als Reaktion auf diesen entbetteten Kapitalismus entwickelt. Und diese Transformation
beschreibt Polanyi in seinem Buch The Great Transformation 1944. Und ich werde Ihnen dann auch noch mit John Maynard Keynes und Friedrich August von Hayek sagen, wie es danach weitergegangen ist. Man kann sozusagen argumentieren, dass nach 1944 mit der Idee von John Maynard Keynes der Kapitalismus wieder eingebettet wurde und als das, was John Maynard Keynes vorgeschlagen hat, in den 70er Jahren nicht mehr funktioniert hat, der Kapitalismus wieder entbettet wurde. Und wenn Sie so wollen, zumindest würden viele das so sagen, leben wir seitdem in einer neoliberalen Zeit, basierend auf den Ideen von Friedrich August von Hayek. Wobei da die Frage ist, ist das seit 2008 immer noch so? Okay. Jetzt müssen wir aber erstmal nachvollziehen, wie es laut Polanyi zu dieser Entbettung der Wirtschaft kam. Und dazu müssen wir uns erstmal vorstellen, wie Polanyi denn die Vergangenheit vor dem Kapitalismus beschreibt. Also wie kann Marktwirtschaft überhaupt aussehen, bevor es den Kapitalismus gab? Und die eingebettete Wirtschaft, die es nach Polanyis Meinung noch vor dem 18. Jahrhundert gab, war keine Marktwirtschaft. Warum? Weil bis Ende des 18. Jahrhunderts drei, wie Polanyi es nennt, fiktive Güter, fictitious commodities, um die wir es heute gehen, nicht auf Märkten handelbar waren. Und das ist das, was Sie hier sehen. Vor dem 19. Jahrhundert konnte man Arbeitskräfte, mit anderen Worten Menschen, Land, mit anderen Worten Natur und Kapital, mit anderen Worten Geld, nicht auf Märkten handeln. Das heißt, sie konnten Arbeitskräfte, Land oder Geld nicht kaufen oder verkaufen. Es gab da keinen Markt dafür. Und das heißt, dass es davor auch keinen Kapitalismus gab. Warum? Weil die klassische Definition des Kapitalismus ist ein System, in dem es Privateigentum an Produktionsmitteln gibt. Und wenn Sie das nicht kaufen können, Arbeitskräfte, Land und Kapital, dann können Sie auch kein Privateigentum daran haben. Das heißt, dann gibt es auch keinen Kapitalismus. Vielleicht noch mal ganz einfach: Warum sind Arbeitskräfte, Land und Kapital Produktionsmittel? Ganz einfach, weil es Mittel sind, mit denen Sie produzieren können. Ja, wenn Sie sagen, ich habe eine Fabrik und da arbeiten Menschen, um Bäume zu Tischen zu machen, dann haben Sie erstens die Arbeitskräfte, Sie haben zweitens Natur, die Bäume, und Sie haben drittens Kapital. Sie mussten ja diese Fabrik irgendwie errichten. Wie hat aber Wirtschaft funktioniert, wenn Arbeitskräfte, Land und Kapital nicht auf Märkten handelbar war? Polanyi meint, dass es früher drei Arten von wirtschaftlichen Verteilungssystemen gegeben hat, die den Markt ersetzt haben. Und das waren diese hier: Reziprozität, Redistribution und Haushalte. Was ist das? Das erste Prinzip, Reziprozität, bedeutet einfach nur, dass weil ich anderen Leuten etwas gegeben habe, sie es mir irgendwann mal zurückgeben oder zumindest was anderes dafür zurückgeben. Das zweite Prinzip, Redistribution, heißt, dass eine zentrale Stelle, zum Beispiel ein König, erstmal alles bekommt und es dann verteilt. Übrigens mehr oder weniger fair. Das heißt ja nicht, dass es eine gute Verteilung ist. Und drittens fand laut Polanyi, das war übrigens ein anderes Buch, 1957, Verteilung innerhalb von Haushalten statt. Das heißt, jeder Haushalt produziert einfach, was der Haushalt braucht und verteilt es dann innerhalb des Haushalts. Also das war, wie Polanyi sich die Wirtschaft vor dem Kapitalismus vorgestellt hat. Und der Vorteil dieser Verteilungsmechanismen gegenüber Märkten ist, dass sie es ermöglichen, dass die Verteilung von Gütern sich nach gesellschaftlichen Regeln richtet, wohingegen sich auf freien Märkten die Verteilung von Gütern einfach durch Angebot und Nachfrage reguliert. Das heißt, der Vorteil vorkapitalistischer Verteilungsmechanismen war, dass sie sich an Gerechtigkeitsvorstellungen ausrichten konnten. Wenn alles nur nach Angebot und Nachfrage gehandelt wird, sind Gerechtigkeitsvorstellungen dahingegen egal, sondern der Preis bestimmt sich einfach nach dem, wie rar ein Gut ist und wie stark es dem gegenüber nachgefragt wird. Und wie kam es jetzt vom einen zum anderen? Wie haben Märkte, auf denen Menschen, Natur und Geld handelbar waren, diese Prinzipien von Reziprozität, Redistribution und Verteilung innerhalb von Haushalten abgelöst? Wie wurde also die Wirtschaft entbettet, wie Karl Polanyi argumentieren würde? Der Grund ist laut Polanyi, dass mit den ersten industriellen Unternehmern eine einflussreiche Gruppe entstanden ist, und die hatten bestimmte Interessen. Die hatten große
Fabriken und Maschinen, und die mussten am Laufen gehalten werden. Und um diese Fabriken und Maschinen am Laufen halten zu können, mussten die Unternehmer sich sicher sein, dass alle dazu nötigen Inputs immer verfügbar sind, sonst wären ihre Investments eben nicht rentabel gewesen. Das heißt, Unternehmer mussten in der Lage sein, erstens Arbeitskräfte, zweitens Kapital und drittens Boden immer dann kaufen und verkaufen zu können, wenn sie sie brauchten, damit ihre Fabriken kontinuierlich weiterlaufen können. Die Gesellschaft musste sich deswegen an die Erfordernisse der Wirtschaft anpassen, statt so wie es vorher war, die Wirtschaft vielmehr den Erfordernissen der Gesellschaft diente. Und hier sehen Sie mal, wie Polanyi diesen Prozess zusammenfasst, den ich Ihnen gerade selber kurz geschildert habe. Also, since elaborate machines are expensive, they do not pay unless large amounts of goods are produced. They can be worked without a loss. Only if the vent of the goods is reasonably short and if production need not be interrupted for want of the primary goods necessary to feed the machines. Also es gibt Maschinen, er sagt, die Maschinen müssen gefüttert werden, ja, und die Maschinen kontinuierlich füttern kann ich nur, wenn ich kontinuierlich in der Lage bin, Menschen, Natur und Kapital, womit ich die Maschinen füttere, immer einkaufen zu können. Und damit ich das immer einkaufen kann, der Preis ist egal, muss es Märkte geben. For the merchant, this means that all factors involved must be on sale, that is, they must be available in the needed quantities to anybody who's prepared for them. Also, dass ich Arbeitskräfte kaufen kann, darf sich nur noch nach deren Marktpreis richten, nicht danach, ob es jetzt zum Beispiel gerecht oder ungerecht ist, dass ich gerade wen brauche. Unless this condition is fulfilled, production with the help of specialized machines is too risky to be undertaken, both from the point of view of the merchant who stakes his money and of the community as a whole, which comes to depend upon continuous production for incomes, employment and provision. Also sowohl die Unternehmer sagen, für mich lohnt es sich nicht zu produzieren, wenn ich nicht die ganze Zeit die Produktionsgüter kaufen kann, aber auch zum Beispiel für die Gemeinschaft, für das Dorf, in dem eine Fabrik steht, weil die leben ja von der Fabrik. Wenn die Fabrik nicht kontinuierlich läuft, haben die auf einmal kein Einkommen mehr. Sie können sich das etwas polemisiert so vorstellen, dass Maschinen nur laufen, wenn man sie eben kontinuierlich füttert. Und das geht nur, wenn alles, womit sie gefüttert werden müssen, auch immer verfügbar ist. Und wie es dazu konkret kam, das erklärt Polanyi an der Geschichte Englands. In England war das System bis ins 19. Jahrhundert nämlich ein anderes. Da gab es die sogenannte Armengesetzgebung. Und die hat festgelegt, dass sich jede Gemeinde erstmal selber um ihre Armen kümmern muss. Und das hört sich ja erstmal gut an, brachte aber ein Problem. Denn es konnte dazu führen, dass Gemeinden, die großzügiger zu ihren Armen waren, von Armen überschwemmt wurden, weil die natürlich alle dahin gingen, wo sie am meisten an Sozialleistungen bekamen. Und damit das nicht mehr passieren konnte, haben die Kommunen sich überlegt, dass die Armen jetzt in ihrer eigenen Gemeinde bleiben müssen. Das hieß aber auch, dass sie als armer Mensch nicht irgendwo hingehen konnten, um da nach Arbeit zu suchen, weil sie durften ja gar nicht woanders hin. Wenn jetzt aber Unternehmer immer an Arbeitskräfte kommen wollten, dann musste dieses Gesetz aufgehoben werden, weil die Arbeitskräfte sollten ja frei sein. Sie sollten ja immer in der Lage sein, Arbeitskräfte zu kaufen. Das Problem ist, dann können aber auch die armen Leute in ihre Gemeinde kommen. Und wie ist man dann mit diesem Armutsproblem umgegangen? Das wurde zur großen Frage, auf die es keine gute Antwort gab. Und folgende Antworten hat man ausprobiert. Die erste Lösung war, zusammen mit dem Markt für Arbeitskräfte eine Art Grundeinkommen einzuführen. Also wir reden heute viel über das Grundeinkommen, aber es gab damals 1800 und bis ins 19. Jahrhundert in England so eine Art Grundeinkommen, das aber überhaupt nicht funktioniert hat. Das Problem war nämlich folgendes. Die Idee dieses Grundeinkommens laut Polanyi, nein, nicht laut Polanyi, das können Sie auch in Geschichtsbüchern nachlesen, war, dass der Lohn einer Person vom Staat immer so weit subventioniert, also aufgestockt wurde, dass die Person sich von ihrem Arbeitslohn immer genug Brot für sich und ihre Familie kaufen konnte. Das hört sich ja erstmal gut an, funktionierte aber leider nicht. Denn erstens hatten Arbeitgeber dadurch ein Interesse, die tatsächlichen Löhne immer weiter zu senken, weil sie konnten ja darauf bauen, dass der Staat sozusagen den Rest dazu gibt. Und sie hatten auch ein Interesse daran, gut bezahlte Arbeitskräfte immer rauszuschmeißen, um sozusagen nur noch die allerärmsten Arbeitskräfte zu nehmen, weil die würden dann ja vom Staat wieder auch einfach
aufgestockt wurden. Zweitens hatten die Armen durch die Lohnsubventionen aber auch ein Interesse daran, immer mehr Kinder zu kriegen und gleichzeitig weniger zu arbeiten, weil ganz einfach, umso mehr Kinder sie hatten und umso weniger sie arbeiten, umso mehr bekamen sie vom Staat. Es ist also eigentlich das passiert, was man auch heute noch Programmen vorwirft, die Arme unterstützen. Man kann eben gegenüber solchen Programmen immer argumentieren, dass sie den Markt verfälschen und sich Arbeit deswegen weniger lohnt, was ja zum Beispiel heute auch genau der Reform des Bürgergeldes vorgeworfen wird, die es jetzt gerade gibt und gab. Und natürlich ist das in gewisser Weise so. Also wenn ich Menschen auch dann Geld gebe, wenn sie nicht arbeiten, dann sinkt natürlich ihr materielles Interesse zu arbeiten, ja? Deswegen wurde dieses Grundeinkommen in England daraufhin von der sogenannten Armenfürsorge abgelöst. Armenfürsorge, das hört sich ja erstmal gut an, bedeutete aber, dass die, die nicht arbeiten konnten, jetzt zwar Unterkunft und Nahrung bekamen, allerdings in sogenannten Armenhäusern. Und das hatte einen ziemlichen Haken. Denn die Lebensbedingungen in diesen Armenhäusern waren so schlimm, dass Menschen im Endeffekt ihr Recht auf Leben ohne Arbeit verloren. Also stellen Sie sich bitte so ein Armenhaus weniger vor wie ein Landschulheim und eher wie ein Gefängnis. Sie können gerne mal in YouTube Workhouse Conditions eingeben und sich eine der Dokus anschauen. Ich habe Ihnen hier mal zwei Fotos mitgebracht. Das sind zum Beispiel Bewohner eines Workhouses, weil auch die Kinder mussten da eben rein und arbeiten, dass vielleicht Kinderarbeit nicht so eine gute Idee ist. Da ist man erst Anfang des 20. Jahrhunderts draufgekommen. Das erzählt Viviana Selitzer. Und das war das Essen in so einem Workhouse. Also Sie sehen, die Atmosphäre ist jetzt eher eine Gefängnisatmosphäre, als dass man sagen würde, ah, schön, ich will nicht arbeiten, aber ich kann ja einfach ins Workhouse gehen. Und weil diese Armenhäuser so furchtbar waren, können Sie sich das so vorstellen, als ob jeder, der nicht arbeiten wollte, quasi in eine Art Gefängnis kam. Und mit diesem Zwang zur Arbeit war nach Polanyi der Kapitalismus geboren, weil es erst mit diesem Arbeitszwang, und zwar als tatsächlichen Zwang, möglich wurde, menschliche Arbeitskraft auf einem Markt immer zu kaufen und zu verkaufen, wenn man sie braucht. Aber es gab schon wieder ein Problem. Denn dass Menschen entweder arbeiten mussten oder mehr oder weniger eingesperrt wurden, hatte natürlich Auswirkungen auf diese Menschen selber. Für Polanyi bedeutete es, wie gesagt, dass man die Erfordernisse der Menschen, der Gesellschaft, wenn Sie so wollen, den Erfordernissen der Wirtschaft unterordnete, wobei doch eigentlich nicht die Menschen der Wirtschaft, sondern die Wirtschaft den Menschen dienen sollte. Und dadurch wurde laut Polanyi der Kapitalismus entbettet, also die Gesellschaft wurde nur noch zu einem Anhängsel der Wirtschaft, hat sich nach der Wirtschaft gerichtet, statt dass die Wirtschaft vielmehr ein Anhängsel der Gesellschaft ist, indem sie sozusagen die materiellen Bedürfnisse der Gesellschaft befriedigt. Und Polanyi nennt den Markt, der dadurch entstanden ist, eine Satanic Mill, also eine satanische Mühle, die Menschen zu Massen zermahlt. Schauen Sie sich das mal in seinen eigenen Worten an. Also das ist dieser berühmte Ausdruck, der Satanic Mill that grounds men into masses. Und hier ist dann das Argument, na, schauen Sie sich es erstmal kurz in Ruhe an. Also das Argument, das ich Ihnen jetzt auch gerade, ich meine, es wäre ja komisch, wenn ich Ihnen irgendwas erzähle, was dann aber eigentlich gar nicht bei Karl Polanyi steht, sondern Sie sehen hier dieses Argument. Also ja, man sagt so, ich habe Land gekauft oder ich habe Arbeitskräfte gekauft. But labor and land are no other than the human beings themselves, of which every society consists. Also sozusagen, Sie haben nicht Arbeitskräfte gekauft, Sie haben natürlich eigentlich Menschen gekauft and the natural surroundings in which it exists. Also das, wo die wohnen sozusagen, ja, die Natur. To include them in the market mechanism means to subordinate the substance of society itself to the laws of the market. Also das war das Argument, das ich Ihnen gerade gesagt habe. Die Gesellschaft selbst hat sich den Marktregeln unterworfen,
statt zu sagen, hier ist ein Markt und es ist doch toll, der kann ziemlich effizient das produzieren, was wir alle brauchen. The postulate that anything that is bought and sold must have been produced for sale is emphatically untrue in regard to them. Und das ist eben der Grund, warum Karl Polanyi das fictitious commodities nennt, also fiktive Güter. Was hat es damit genau auf sich? Naja, Polanyis Argument, und das will ich Ihnen jetzt noch erklären, ist, wir tun so, als ob Menschen, Geld und Natur Güter sind. Sie sind aber nie Güter. Warum nicht? Und was ist eigentlich genauso schlimm daran, wenn wir Menschen, Natur und Geld auf Märkten handeln und wie Güter behandeln? Was macht den Markt zu einer, wie er es nennt, satanischen Mühle, der Menschen zu Massen zermahlt? Polanyis erster Grund, warum es schlimm ist, Menschen als Güter zu behandeln, ist ein moralischer. Wenn man einem tatsächlichen Gut schadet, wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, diese Maus gegen die Wand schmeiße oder sowas, dann hat die Maus keine Gefühle, die kann das nicht merken. Wenn ich eine Kaffeetasse kaputt mache, dann kann die Kaffeetasse nicht Aua sagen. Aber wenn ich einem Menschen schade, dann hat dieser Mensch Gefühle, der merkt, dass es ihm nicht gut geht. Also Menschen können im Unterschied zu tatsächlichen Gütern leiden, genauso wie Tiere leiden können, ja, wenn sie sagen, ich mache mir die Natur untertan oder sowas. Hinzu kommt, einer Kaffeetasse ist auch egal, ob sie selber billig ist, und darum ist es auch richtig, dass der Markt keine Rücksicht auf den Preis von Kaffeetassen nimmt. Aber der Markt nimmt eben auch keine inhärente Gerechtigkeitsrücksicht auf den Preis eines Menschen, den wir Arbeitslohn nennen. Wie gesagt, anders als Kaffeetassen leiden Menschen aber, wenn ihr Preis, also ihr Arbeitslohn, zu niedrig ist, weil die verhungern dann. Und dieses Leiden ist laut Polanyi, und da ist er eigentlich genau bei Marx, moralisch nicht hinnehmbar. Polanyis zweites Argument, und das habe ich gerade angesprochen, warum Menschen, Natur und Geld nicht wie Marktgüter behandelt werden dürfen, ist ein ganz praktischer. Es ist einfach nicht machbar. Der Staat muss sowieso eingreifen. Beispielsweise kann der Markt die vermeintliche Ware, beispielsweise kann der Markt die vermeintliche Ware Geld gar nicht zur Verfügung stellen. Das kann nur der Staat oder das kann nur eine Zentralbank, die idealerweise immer nur so viel Geld in den Markt gibt, dass es weder eine zu hohe Inflation, also Geldentwertung, die werde ich Ihnen gleich noch erklären, als auch Deflation gibt, also dass das Geld immer mehr wert wird. Hört sich erstmal gut an, ist aber noch schlimmer als Inflation. Und auch die vermeintliche Ware Mensch wird ja nicht vom Markt nach Regeln von Angebot und Nachfrage produziert, sondern ich hoffe mal, wenn Sie alle aufgepasst haben, wissen Sie selber, wie Menschen produziert werden, eben nicht vom Markt. Und ein freier Markt sorgt ja auch nicht für die Ausbildung von Arbeitskräften, die der Markt braucht. Das machen hoffentlich, wenn Sie nette Eltern haben, Eltern, die ihre Kinder fördern. Das heißt, auch qualifizierte Arbeitnehmer werden nicht durch den Markt produziert. Und genauso ist natürlich mit Natur. Die ist auch keine Ware, die irgendwie vom Markt produziert wird. Ganz im Gegenteil kann die vermeintliche Ware Natur irgendwann gar nicht mehr genutzt werden, wenn Land immer nur an den verkauft wird, der am meisten bietet, denn dann geht die Natur kaputt. Das heißt, der Staat reguliert sowieso schon die deswegen nur fiktiven Waren Mensch, Natur und Geld. Und es ist nicht nur unmoralisch, sondern auch unmöglich, diese den Marktgesetzen auszuliefern, weil es von Anfang an eine Fiktion ist, dass die jemals den Marktgesetzen gehorcht hätten oder Marktgüter wären. Und das ist Polanyis zentrales Argument. Der Kapitalismus ist eigentlich eine Illusion, weil dort vermeintliche Güter, fiktive Güter, wir behandeln die wie Güter, obwohl sie keine Güter sind, auf Märkten gehandelt werden, die in Wirklichkeit aber Menschen, Natur und Geld sind. Und während jetzt Polanyi meinte, dass man Menschen nicht nach Marktgesetzen behandeln darf, wusste aber niemand, was man denn jetzt stattdessen mit diesen ganzen Armen machen sollte, die es ja nun mal gab. Und da hat man alles Mögliche probiert. Eine Weile hat man probiert, die Armen in staatlichen Fabriken arbeiten zu lassen, in denen sie weitergebildet wurden. Und das Problem ist, dass diese staatlich organisierten, heute würde man sagen, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die sowohl den Armen helfen als auch Gewinn machen sollten, nie wirklich Gewinn gemacht haben. Also es war teurer, die Armen zum Arbeiten anzuhalten, als sie erst gar nicht arbeiten zu lassen, sozusagen. Und der Schluss, und das ist die Tragik, die Polanyi dokumentiert, und wieder, das bin ja nicht ich, der Ihnen das erzählt, sondern ich gebe Ihnen Polanyis Message wieder.
ist fatalerweise, dass Politiker gesagt haben, man kann zwar durch soziale Regulierung in den Markt eingreifen, man sollte es auch tun, weil Menschen, Natur und Geld sind nur fiktive Güter. Es funktioniert aber einfach nicht. Wir zerstören durch diese Eingriffe mehr, als wir heilen, auch wenn es eigentlich viel zu heilen gäbe. Und so verfestigte sich zu, ja, eigentlich Karl Marx' Zeit die Idee, dass soziale Einflussnahme den Preismechanismus kaputt macht und dass dieser Preismechanismus aber nun mal nötig ist, damit Märkte funktionieren. Und ohne Märkte funktioniert es leider nicht. Sie haben ja selber gesehen, was alles nötig ist, um einen Bleistift zu produzieren. Ja, wir wären sicher nicht in der Lage, ein Komitee zur Produktion von Bleistiften hier zu schaffen. So ein Computer oder so ein Raum oder so ein Beamer würden wir sicher noch viel weniger bauen können, ohne dass es Märkte gibt. Und weil das jeder irgendwann so gesehen hat, es geht nicht ohne Märkte, wurden Armut und Hunger mehr oder weniger irgendwann als zwar irgendwie trauriges, irgendwie bedauerliches, aber leider notwendiges Übel angesehen. Ja, es ist schade, dass so viele Menschen arm sind, aber nur wenn Menschen arm sind, haben sie einen Anreiz zu arbeiten und darum müssen wir Armut zulassen. Das war quasi die Doktrin. Und was ist jetzt Polanyis Gegenvorschlag? Polanyi erkennt erstmal durchaus an, dass Arbeitskräfte auf Märkten gehandelt werden müssen, damit die Wirtschaft funktioniert. Er sagt deswegen, anders als Marx, auch nicht, dass man den Kapitalismus gleich abschaffen muss. Denn im Durchschnitt, und da würde ja sogar Marx zustimmen, aber natürlich sowieso Adam Smith, im Durchschnitt, da stimmt er zu, macht der Kapitalismus die Bevölkerung in der Tat reich. Polanyi hat aber eine andere Lösungsmöglichkeit. Polanyi sagt, man darf die Menschen mit den Veränderungen, die der Kapitalismus ihnen abverlangt, einfach nicht überfordern. Menschen haben eine gewisse Anpassungsfähigkeit, Menschen können ihr Leben anpassen, aber halt nicht so schnell. Und man darf diese Anpassungsfähigkeit nicht damit überfordern, wie stark sie als Güter auf Märkten gehandelt werden. Wenn also beispielsweise in einem Land alle Kohleminen schließen, dann ist das so lange kein Problem, wie die Kohlearbeiter, die es gibt, noch, sagen wir mal, bis zu ihrer Rente in diesen Kohlebergwerken arbeiten können und die Kinder sollen sich dann von mir aus einen neuen Job suchen, weil die Kohleminen, in denen ihre Eltern gearbeitet haben, die sind jetzt zu. Wenn aber dahingegen ein Kohlearbeiter mit Mitte 50 arbeitslos wird, dann kann man schlecht sagen, ah, naja, okay, du hast jetzt zwar deinen Job in der Kohlemine verloren, aber das macht doch nichts ernst. Wir brauchen ja noch IT-Fachmänner und überhaupt gibt es im Kindergarten auch einen totalen Mangel. Macht doch einfach nur Umschulung. Ja, Sie können sich das vorstellen. So anpassungsfähig sind Menschen eben nicht immer. Wer bis Mitte 50 in einem Kohlebergwerk gearbeitet hat, der wird vielleicht nicht ganz einfach so IT-Supporter oder Kindergärtner. Das heißt, das wichtigste Argument von Polanyi ist, dass die Veränderung der Wirtschaft die Veränderungsfähigkeit der Menschen nicht überfordern darf. Und das heißt auch, dass haargenau derselbe wirtschaftliche Wandel, der segensreich ist, wenn er langsam stattfindet, zum Problem wird, destruktiv wird, wenn er schnell vonstatten geht. Also es geht gar nicht um die Richtung, in die etwas geht. Es geht Polanyi um die Geschwindigkeit, mit der es in diese Richtung geht. Es kommt nicht auf das Wie oder das Was an, sondern auf das Wie schnell. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich Polanyi unter den Denkern, die Sie hier kennengelernt haben, als den Konservativen bezeichnen würde. Ja? Der sagt halt, ja, wir können ruhig Veränderungen haben, aber das darf nicht alles ganz so schnell gehen. Die Leute dürfen die Werte und Bezüge, die sie einmal hatten, nicht verlieren. Und tatsächlich ist dann ab circa 1870 auch das passiert, was Polanyi wollte, sich vielleicht nicht mal vorgestellt hatte, denn der Warencharakter der Arbeitskraft wurde zunehmend reduziert. Esping Andersen, den Sie noch kennenlernen werden, hat das so formuliert, dass Menschen dekommodifiziert wurden. Also Commodity, das Gut. People were decommodified. Sie wurden sozusagen entgütert. Also sie wurden weniger stark als früher wie Güter behandelt. Ja? Ein Computer hat kein Anrecht auf 30 Tage Urlaub, Sie aber schon. Ein Computer muss man nicht nach 8 Stunden abschalten, sie müssen aber nur 8 Stunden arbeiten und so weiter. Ja, also man gesteht Menschen das Recht zu, nicht mehr wie Güter behandelt zu werden. Und
Das lag zu einem großen Teil daran, dass Arbeiter sich, wie ja auch von Karl Marx gefordert, zunehmend Ende des 19. Jahrhunderts in Gewerkschaften zusammengeschlossen haben und deswegen kollektiv diktieren konnten, unter welchen Bedingungen sie nicht mehr arbeiten wollen. Die Arbeiter wollten selten den Kapitalismus abschaffen. Da hatte man dann immer so ein bisschen Angst vor. Aber meistens, wenn Arbeiter Proteste gemacht haben, war das eher, damit sie sozusagen mehr vom Kuchen abbekommen, anstatt dass das ganze System sozusagen abgeschafft wird. Und was heißt es eigentlich, dass Arbeiter sich in einer Gewerkschaft zusammentun? Eine Gewerkschaft ist eigentlich eine Art Lohnkartell. Also ein Kartell ist unter Unternehmen illegal. Das wäre dann so, als ob Edeka und Lidl und Rewe und was sie sonst noch so an Supermärkten kennen, sich absprechen und sagen: Mensch, eine Packung Eier kostet jetzt bei jedem von uns 6 Euro und keiner geht da drunter. Das ist doch super, dann verdienen wir viel mehr Geld. So, und das ist natürlich verboten. Auf Arbeiterseite ist das aber erlaubt und heißt einfach Gewerkschaft. Also Arbeiter, indem sie sich zusammentun und einfach sagen, unter diesem Lohn arbeiten wir nicht, können den Arbeitgebern, der vielleicht jedem einzelnen Arbeiter immer sagen kann, ich senke jetzt noch ein bisschen deinen Lohn und wenn du das nicht mitmachst, kommt einfach der Nächste, sagen, nee, wir haben uns jetzt nämlich hier alle zusammengetan und wenn du uns das nicht gibst, dann hören wir alle kollektiv auf zu arbeiten. Und das löst quasi das Problem, das Marx beschrieben hat, das daraus besteht, dass der Kapitalist, wenn Sie so wollen, immer nur ein Interesse daran hat, dem Arbeiter das Minimum abzugeben, statt den wirklichen Gewinn, den er tatsächlich mit ihm macht. Stattdessen kann, wenn es Gewerkschaften und daraus hervorgehend Lohnkartelle gibt, der Lohn immer so hoch ausfallen, dass die Produktivität, also die Produktion pro Zeiteinheit an den Arbeitnehmer geht, solange sich die Produktion überhaupt noch für den Kapitalisten lohnt. Das ist zum Beispiel in den 70ern passiert. Da hat man in Deutschland und in anderen Ländern die Absicherung der Arbeiter und die Löhne der Arbeiter so weit hochgetrieben, dass sozusagen die Kapitalisten gesagt haben, jetzt streiken wir. Es lohnt sich nicht mehr, wir machen jetzt hier unsere Fabriken zu. Und das führte dann zur neoliberalen Revolution. Also, dass man in den 70ern gesagt hat, ja, jetzt haben wir es so weit getrieben, damit, dass es den Arbeitern immer besser geht, dass wir jetzt mal wieder daran denken müssen, dass der Kapitalismus sich ja auch für die Kapitalisten lohnen muss. Und dann kam Ronald Reagan in den USA, Margaret Thatcher in Großbritannien, schwacher Abklatsch, Kohl in Deutschland. In Deutschland sind wir jetzt ja aber auch erstmal noch im 19. Jahrhundert. In Deutschland, das es ja auch erst ab 1871 gab. Und hier gab es dann in den 80er, 90er Jahren die Bismarck'sche Sozialgesetzgebung, die im Unterschied zur englischen Armenfürsorge, die also wirklich nur dafür sorgt, dass ich gerade so nicht verhungere, dem Versicherungsprinzip folgte. Das werden Sie noch bei Esping Andersen bemerken, dass es drei unterschiedliche Arten von Wohlfahrtsstaaten gibt. Und der deutsche Wohlfahrtsstaat zusammen mit Wohlfahrtsstaaten in Kontinentaleuropa funktioniert wie ein Versicherungsprinzip. Umso mehr Sie in das Rentensystem eingezahlt haben, umso mehr bekommen Sie raus oder umso weniger. Aber jemand, der noch weniger eingezahlt hat, bekommt noch weniger sozusagen. Oder umso mehr Sie verdient haben, als Sie gearbeitet haben, umso höher ist das Arbeitslosengeld, das Sie dann im ersten Jahr der Arbeitslosen, Ihrer eigenen Arbeitslosigkeit bekommen. Und dadurch, mit dieser Logik, entstanden ab 1883 die Kranken-, Renten- und Unfallversicherungen. Und unsere heutigen sozialen Sicherungssysteme entsprechen in Grundzügen immer noch diesem Versicherungsmodell, statt dass sozusagen jeder immer nur das Niveau von Hartz IV oder jetzt Bürgergeld bekommt. Das heißt, die Idee in Deutschland ist durchaus, dass wenn Sie arbeitslos werden, wenn Sie in Rente gehen, wenn Sie länger krank werden, Sie Ihren vorherigen Lebensstandard halten können. Also nicht nur, dass Sie vor Armut geschützt sind, sondern wenn Sie sich ein Mittelklasse-Leben angewöhnt haben, Sie zumindest eine Weile, wenn Sie arbeitslos werden, auch dieses Mittelklasse-Leben weiterleben können oder dass, wenn Sie in Rente gehen, nicht nur vor Armut geschützt sind, sondern sozusagen ungefähr das Leben, das sie vorher hatten, weiterleben können. Okay. Und während sich deswegen bis ungefähr 1929 die Situation der Arbeiter in der Regel verbesserte, kam daraufhin eine neue Phase, in der sich der Kapitalismus quasi selbst zerstört hat. Und wie hat sich der Kapitalismus quasi selber zerstört? Nicht, weil die Situation der Arbeiter sich immer weiter verschlechterte,
sondern weil sich ganz im Gegenteil die Verbesserung der Situation der Arbeiter zu einer typischen Überhitzung der Wirtschaft führte. Es ist nämlich nicht nur ein Problem, wenn die Löhne zu schnell steigen oder gar fallen, es gibt auch ein Problem, Entschuldigung, es ist nicht nur ein Problem, wenn die Löhne sinken, es ist auch ein Problem, wenn die Löhne zu schnell steigen. Wieso das? Wie baut sich so eine Wirtschaftskrise aus einer Überhitzung der Wirtschaft zusammen? Das ist 1929 in Deutschland und in anderen Ländern in der Welt passiert. Der Ursprung war die USA. Und das ist auch nicht ganz anders als das, was 2008 passiert ist. Gehen wir mal durch, wie sich so eine Wirtschaftskrise zusammenbaut. Und hier gibt es 10 Schritte. Der erste Schritt ist, stellen Sie sich vor, der Lohn von Arbeitern legt kräftig zu. Was passiert dann? Die Arbeiter können mehr ausgeben, entsprechend steigt die Nachfrage. Alles klar, super. Zweiter Punkt. Die Unternehmen denken sich, super, dann produzieren wir jetzt immer mehr, um diese gestiegene Nachfrage auch zu bedienen. Immer noch alles gut. Die Arbeiter freuen sich über die höheren Löhne. Die Unternehmer freuen sich über die gestiegene Produktion. Die Unternehmen werden immer mehr wert, weil ein Unternehmen, das mehr produziert, das 100 Autos statt nur 50 produziert, ist auch doppelt so viel wert. Das Problem passiert jetzt im dritten Schritt. Denn wenn das eine Weile so weitergeht, gewöhnen sich die Arbeiter daran, immer mehr Lohn zu bekommen, die Unternehmen gewöhnen sich daran, immer mehr absetzen zu können und außerdem noch immer mehr wert zu werden, der Aktienpreis steigt ja und immer noch fragt man sich, wo ist das Problem? Was soll daran schlecht sein? Schlecht ist, dass Menschen nun auch immer mehr Schulden aufnehmen, um in diesen Wirtschaftsboom hinein zu investieren. Denn wenn sie lange nur noch gesehen haben, dass es immer aufwärts geht, dann können Sie vergessen, dass es auch mal wieder abwärts gehen könnte. Und dann investiert man mit Schulden von heute in Gewinne von morgen. Stellen Sie sich mal vor, wie sowas funktionieren kann. Stellen Sie sich vor, alle Unternehmen, die Wirtschaft wächst um 10% und der Zinssatz liegt bei 5%. Das heißt, Sie können sich heute 100 Euro leihen zu einem Zinssatz von 5%. Sie investieren Ihr Geld in ein Unternehmen, das wächst um 10%. Das heißt, Sie bekommen nächstes Jahr wie viel? Ihre 100 Euro werden 110 Euro. Ah ja, Sie müssen ja noch Ihre Schulden zurückzahlen. Das heißt, bei 5% Zinsen müssen Sie 105 Euro zurückzahlen. Das heißt, Sie halten 5 Euro in Ihrer Hand, die sozusagen aus dem Nichts gekommen sind, die einfach daher gekommen sind, dass Sie am Wachstum der Unternehmen profitiert haben. Eigentlich immer noch gut. Aber weil jetzt immer mehr Leute verstehen, dass sie damit vermeintlich Gewinne aus dem Nichts machen können, verschulden sich immer mehr Leute, um diesen Trick anzuwenden, also um in den Wirtschaftsboom zu investieren. Und dann kommt der vierte Schritt. Irgendwann gehen den Unternehmen nämlich die wirklich guten Ideen aus, die wirklich guten Investitionen aus. Ich will aber weiter Geld verdienen mit diesem coolen magischen Trick, der gerade ja auch noch funktioniert hat. Also fange ich an, mein Geld zu mich zu verschulden, um auch in die nicht so tollen Unternehmen zu investieren. Die machen aber leider keinen Gewinn mehr, weil deren Ideen sind nicht mehr so toll. Die haben da auf einmal was, das zum Beispiel keiner mehr kaufen will. Dann geht vielleicht sogar mal eines pleite, weil das eine besonders schlechte Idee hatte. Wenn ich mich jetzt aber für mein Investment verschuldet habe und meine 100 Euro sind nicht 110 Euro geworden, sondern 0 Euro, weil das Unternehmen, in das ich investiert habe, ist pleite, ja, was mache ich dann eigentlich? Was? Nicht nur ist mein Geld dann weg, sondern eigentlich müsste ich das Geld ja auch jemandem zurückzahlen, aber ich habe mein Geld ja jetzt gar nicht mehr. Das heißt, irgendwer kann seine Schulden bei mir nicht eintreiben. Das ist nicht so schlimm, wenn das eine Mal mit einem Investment passiert, aber da die Unternehmen generell nicht mehr so tolle Ideen haben, ist es auch generell so, dass sie nicht mehr so tolle Investments haben und immer mehr dieser Kredite fallen aus. Das heißt, auf einmal gibt es mehr und mehr geplatzte Investments und die Leute merken, ich habe jetzt öfter mal mein Geld nicht mehr zurückbekommen, vielleicht fange ich besser mal an, das einzutreiben. Und das merken auch andere Leute und es beginnt so eine Spirale, bei der sich alle nicht mehr verschulden wollen, um noch mehr Gewinn zu machen, sondern immer mehr Leute ihre Schulden ganz im Gegenteil auch mal eintreiben wollen, ihr Geld aber zunehmend gar nicht mehr zurückbekommen. Denn fünftens, gerade weil jeder gleichzeitig an sein Geld will, wollen auf einmal alle ihre Unternehmensanteile verkaufen, wollen ihre Bankkonten leerräumen, ihre Immobilien loswerden. Aber was passiert, wenn Unternehmen auf den Markt kommen, Immobilien auf den Markt kommen, deren Wert sinkt? Das heißt, auf einmal sind sie nicht mehr in einer Welt, in der alle Werte steigen,
Auf einmal gehen volkswirtschaftliche Werte verloren. Banken gehen pleite, weil jeder an das Geld will, das auf seinem Konto liegt, weil jeder das Unternehmen loswerden will, von dem er gerade noch mehr Aktien gekauft hat. Und sechstens, weil deswegen nun auch die Banken und Unternehmen pleite gehen, müssen die ihre Mitarbeiter entlassen. Siebtens, Arbeitslose haben kein Geld, die können sich nichts mehr einkaufen. Achtens, keiner kann mehr was kaufen, keiner kann mehr was produzieren, weil es kauft ja keiner mehr. Also produziert auch keiner mehr was. Jetzt sind nicht nur alle arbeitslos, es wird auch nichts mehr hergestellt. Und voilà, neuntens, aus einem Wirtschaftsboom heraus, an dem alle Arbeit hatten, sind die und die Unternehmen volle Auftragsbücher hatten, sind wir an einem Punkt angelangt, wo alle arbeitslos sind und niemand mehr produziert. Und so führt der Boom zum Crash. Und das ist im Wesentlichen, das wäre der letzte Punkt, was in der Weltwirtschaftskrise ab dem Jahr 1929 passiert ist und was eigentlich im Wesentlichen auch 2008 in der Weltwirtschaftskrise passiert ist. Also jedes Mal ist die Welt von einem Boom, der sich überhitzt hat, der zu viel Verschuldung geführt hat, zu einem Crash gekommen. Und unter Wirtschaftswissenschaftlern können Sie sich vorstellen, dass das zu Ratlosigkeit geführt hat, weil die Wirtschaftswissenschaftler haben ja immer gedacht, dass Märkte natürlicherweise zu einem Gleichgewichtszustand streben. Denken Sie an Adam Smith. Und ab 1929 ist das eben gerade nicht passiert, sondern der Markt hat sich selber zerstört. Und Polanyi meint, dass daraus der Faschismus entstanden ist. Sein Argument, und das ist spekulativer als der Rest vom Buch, ist, dass durch das Hoch und Runter der Märkte, erst wurde alles besser bis 1929, dann gab es den Riesencrash, dass das zu viel für Menschen war, für die Anpassungsfähigkeit der Menschen. Und er meint, dass dieses Hoch und Runter das Leben der Menschen so durcheinander gerüttelt hat, dass sie Schutz vor den Marktkräften gesucht haben. Schutz in einer Gemeinschaft. Und genau diesen Schutz vor Marktkräften, Schutz in einer Gemeinschaft, hat ihnen der Nationalismus versprochen, indem er meinte, die Nation hilft dir, die Nation ist eine Gemeinschaft, flüchte in die Nation, wenn du Angst vor den Märkten hast. Und daraus, so Polanyi, ist erst der Nationalismus. Und aus dem Nationalismus dann der Faschismus hervorgegangen. Das heißt, Nationalismus und letztlich Faschismus gehen nach Polanyi aus einer Liberalisierung hervor, die die Anpassungsfähigkeit von Menschen erfordert. Und das ist Polanyis umstrittenes. Friedrich August von Hayek, den ich Ihnen gleich vorstellen werde, sagt genau das Gegenteil. Aber das ist Polanyis umstrittenes Argument, wie der Kapitalismus zum Faschismus führt. Jetzt gab es aber eine Person, die ziemlich genau gesehen hat, wie es zu dieser Wirtschaftskrise kam und sogar ein Mittel hatte, um sie zu beenden. Und das war John Maynard Keynes. Und um den geht es, nachdem wir jetzt 5 Minuten Pause machen. Tatsächlich gab es innerhalb des Kapitalismus eine Antwort auf die Krise des Kapitalismus. Und diese Antwort hat John Maynard Keynes formuliert. Wer war dieser John Maynard Keynes? John Maynard Keynes hat von 1883 bis 1946 gelebt. Keynes hat einen Bachelor in Mathematik an der Universität Cambridge gemacht, was übrigens in Wirtschaftswissenschaften gar nicht so ungewöhnlich ist. Also Sie haben ziemlich viele Top-Mathematiker, die danach Wirtschaftswissenschaftler geworden sind oder Physiker. Und das Besondere an John Maynard Keynes ist, dass zwar Wirtschaftswissenschaftler meistens sagen, sie wissen, wie die Wirtschaft funktioniert, aber Keynes wurde tatsächlich mit Aktienverkäufen und Käufen an der Börse ziemlich reich. Er ist also einer der wenigen Wirtschaftswissenschaftler, der selbst erfolgreich auf Finanzmärkten war. Keynes muss außerdem ein Charmeur sondergleichen gewesen sein. Selbst seine Gegner haben oft von ihm gesagt, er sei der intelligenteste und überzeugendste Mensch, der ihnen je begegnet ist. Keynes hat zudem einen erstaunlichen Historical Record, weil er kurz nach dem Ersten Weltkrieg schon auf der Versailler Friedenskonferenz davor gewarnt hat, dass Deutschland die extrem hohen Reparationszahlungen, die man ihm für den Ersten Weltkrieg aufbürdet, niemals bezahlen können und dass Deutschland deswegen aus Wut und Rache einen neuen Krieg starten wird. Das heißt, und obwohl er recht hatte, hat niemand auf ihn gehört, Keynes hat eigentlich den Zweiten Weltkrieg vorausgesagt. Berühmt geworden ist Keynes mit seinem 1936 erschienenen Buch A General Theory of Employment, Interest and Money. Und darin erklärt Keynes, wie es zu der Weltwirtschaftskrise 1929 gekommen ist und wie man zukünftige Krisen vermeiden kann. Und er erklärt es ungefähr so, wie ich es Ihnen gerade erklärt habe, denn heute wissen wir es ja, aber damals wusste man es noch nicht und damals hat der Staat alles noch viel schlimmer gemacht.
weil der Staat sozusagen die Logik angewandt hat, die Sie anwenden würden, wenn Sie gerade Geldprobleme haben, nämlich sparen. Und Keynes hat gesagt, der Staat muss genau das Gegenteil machen. Wenn alle anderen sparen, dann muss der Staat das Geld raushauen, sozusagen. Und was Keynes kritisiert, ist das sogenannte Saysche Theorem. Denn vor Keynes gingen Wirtschaftswissenschaftler mit diesem Saysschen Theorem davon aus, dass jedes Angebot sich automatisch seine Nachfrage schafft. Warum? Das Argument war, dass Gewinn ja immer in die Taschen von irgendwem wandert und dieser Irgendwer wird damit ja wiederum irgendwas nachfragen. Das heißt, Gewinn schafft seine eigene Nachfrage. Das heißt, die gesellschaftliche Nachfrage ist eigentlich nie das Problem. Und Keynes hat jetzt argumentiert, dass dieses Saysche Theorem zwar langfristig stimmen kann, denn langfristig wird Angebot tatsächlich irgendwann zu Nachfrage, aber das hilft ja kurzfristig niemandem. Denn kurzfristig, und das war Keynes große Erkenntnis, können Menschen derartig negative Zukunftserwartungen haben, dass keiner mehr konsumieren oder investieren will, sondern jeder nur noch sein Geld hortet. Daraufhin hat man Keynes dann vorgehalten, but what about the long run? Und seine legendäre Antwort darauf war, in the long run, we're all dead. Ja? Also Keynes Argument war erstmal, man muss sozusagen die Wirtschaft kurzfristig stabilisieren. Und das muss man in der Situation tun, die ich gerade beschrieben habe, in der jeder gleichzeitig seine Schulden eintreiben will und in der die Wirtschaft kurz vor dem Crash steht, weil alle ihr Geld zurückhaben wollen, weil alle Angst vor der Zukunft haben und niemand mehr bereit ist, Geld auszugeben, sodass die Nachfrage zusammenbricht. Und in einem Satz zusammengefasst war Keynes Erklärung der Weltwirtschaftskrise 1929 und wäre wohl auch 2008 gewesen, wenn alle gleichzeitig probieren zu sparen, bricht die Wirtschaft zusammen, denn irgendwer muss Geld ausgeben. Was also kann man machen? Schließlich, und das ist das Problem, ist es ja in einer Wirtschaftskrise erstmal rational für den Einzelnen zu sparen. Wie gesagt, wenn Sie am Ende des Monats nicht mehr so viel Geld haben, dann gibt es Spaghetti mit Ketchup und nicht irgendwie Hummer. Wahrscheinlich essen Sie sowieso keinen Hummer, ich auch nicht. Aber von der Logik her sozusagen, man kann dem Einzelnen ja nicht vorwerfen, dass er den Gürtel metaphorisch enger schnallt, wenn es nicht mehr so gut aussieht. Das heißt nicht, obwohl jeder Einzelne sich rational verhält, sondern weil jeder Einzelne sich rational verhält, kommt es zur Wirtschaftskrise. Und was kann man jetzt machen? Die erste Lösung, die Keynes vorschlägt, ist, sobald Menschen unruhig werden, weil sie Angst haben, dass sie ihre Investitionen und ihre Sparguthaben nicht zurückbekommen, wird der Staat, und das ist so ein bekanntes Wort, zum Lender of Least Resort, also zum Geldverleiher letzter Instanz. Was heißt das? Es heißt einfach, dass wenn niemand sich mehr sicher sein kann, seine Schulden zurückzubekommen, der Staat einfach garantiert, dass alle Schulden sicher sind. Und das ist gar nicht so eine fiktive Idee. Das haben zum Beispiel Merkel und wer war es, Steinbrück gemacht, als sie sich mitten in der Wirtschaftskrise hingestellt haben. Und ich lese es Ihnen mal vor, am 5. Oktober 2008, Kanzlerin Angela Merkel, Finanzminister Steinbrück. Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Dafür steht die Bundesregierung ein. Ich möchte gerne unterstreichen, dass die Sparerinnen und Sparer nicht befürchten müssen, einen Euro ihrer Einlagen zu verlieren. Also Merkel und Steinbrück haben Keynes gelesen. Denn Keynes meint, wenn der Staat sagt, keine Sorgen, bevor die Banken euch euer Geld nicht zurückgeben, machen wir das. Damit kann man einer selbsterfüllenden Prophezeiung vorbeugen. Weil wenn alle Angst haben, dass sie nichts mehr bekommen und dann probieren, aus dieser Angst gleichzeitig ihre Konten aufzulösen, funktioniert das allein schon deswegen nicht, weil die Bank nicht allen gleichzeitig ihr Geld auszahlen kann. Ja, würde man sagen, okay, über einen Zeitraum von das Geld, das die Banken haben, steckt ja in Häusern, in Krediten und so weiter. Ja, das heißt, wenn Sie jetzt alle und alle anderen auch jetzt zur Bank rennen und die Bank ist super gesund und wollen jetzt aber ihr Geld, dann ist die Bank allein deswegen pleite. Und darum muss der Staat sozusagen diese Panik stoppen. Und das ist quasi die erste Verteidigungslinie. Die zweite Verteidigungslinie, wenn die erste nicht hält oder auch wenn sie hält, kann man das machen und es schon zu einer Wirtschaftskrise gekommen ist, weil keiner mehr kauft, dann kommt die zweite Maßnahme. Der Staat probiert dann nicht nur das Vertrauen aufrechtzuerhalten, sondern wenn keiner mehr Geld ausgeben will, gibt der Staat einfach das Geld aus.
Warum? Naja, damit die Unternehmen weiter einen Grund haben zu produzieren und ihre Mitarbeiter rauswerfen. Also damit die Vertrauenskrise, damit die Nachfragekrise nicht zu einer Arbeitsmarktkrise wird. Das heißt, kurzfristig ersetzt der Staat nicht nur die Glaubwürdigkeit der Banken, sondern auch die fehlende Nachfrage der Wirtschaft. Dafür muss er zwar Schulden aufnehmen, aber denken Sie daran, das ist ja umso besser, dass der Schulden aufnimmt, weil ja ansonsten keiner gerade mehr Schulden aufnehmen will. Das heißt, die Zinsen sind auch ziemlich niedrig. Der Staat kann also eigentlich kostenlos Schulden aufnehmen. Das heißt, indem der Staat sich verschuldet, hält er auch den Kapitalmarkt am Laufen. Die Banken haben noch wen, dem sie was leihen können. Und die Unternehmen haben noch was, was sie produzieren können, nämlich die Banken leihen den Staat und mit dem Geld kauft der Staat was von den Unternehmen. Und haargenau, das ist in Deutschland zum Beispiel passiert, als 2009 gesagt wurde, das kann man für völlig verrückt halten, aber da hat jeder, der in Deutschland sein Auto verschrottet hat, als Belohnung dafür 2.500 Euro bekommen. Das war die sogenannte Abwrackprämie. Man hat gesagt, super, solange du dir danach ein neues Auto kaufst, geben wir dir 2.500 Euro dafür, dass du dein altes verschrottet hast. Warum? Weil es einfach nur darum geht, dass die Wirtschaft nicht zum Erliegen kommt, dass kurzfristig weiter konsumiert wird. Im Umkehrschluss sollte der Staat aber dann sparen, wenn die Wirtschaft zu überhitzen droht, denn damit könnte er die nächste Wirtschaftskrise auch gleich verhindern. Also mit anderen Worten, wenn die Gefahr besteht, dass alle immer mehr kaufen, dass alle sich immer mehr verschulden, dann sollte der Staat sagen, alles klar, das ist jetzt wohl mal ein Moment, wo wir unsere Schulden abbauen. Und die dritte Lösung ist ein nachfragestabilisierender Sozialstaat. Das heißt, wenn das erste nicht geklappt hat, das Vertrauen ist verloren gegangen, wenn das zweite nicht geklappt hat, alle sind arbeitslos geworden, dann muss ein nachfragestabilisierender Sozialstaat dafür sorgen, dass auch die Arbeitslosen Geld haben, damit mit dem Anstieg der Arbeitslosigkeit nicht die gesamte Nachfrage einbricht. Selbst wenn die Leute eigentlich kein Geld mehr verdienen. Und all das fasst Keynes zusammen unter dem Begriff antizyklische Fiskalpolitik. Also wenn es eine Krise gibt und keiner mehr Geld ausgeben will, muss der Staat einspringen und Geld ausgeben und sich genau dann verschulden, wenn es ansonsten keiner mehr machen will. Und tatsächlich haben die wichtigsten Länder der Welt auch in Absprache miteinander in den G8 und G20 nach der Finanzkrise haargenau das gemacht. Sie haben richtig viel Geld rausgehauen und konnten damit tatsächlich eine große Depression vermeiden, weswegen 2009 nicht wie 2029 als The Great Depression, sondern als The Great Recession, die milder als eine Depression ist, bekannt wurde. Aber logischerweise, was passiert? Ja klar, die Staaten haben das ja alles auf Pump gemacht. Die haben dann ziemlich hohe Schulden. Nur Deutschland übrigens nicht, weil die Wirtschaftskrise hier ziemlich mild war. Und diese Idee, wenn keiner mehr Geld ausgibt, muss der Staat einfach anfangen, Geld auszugeben. Und theoretisch wäre es sogar egal, was der Staat macht. In Hannover hat Hitler gesagt, baggert da ein großes Loch in die Stadt. Das wird dann später der Maschsee. Ja? Man kann sagen, irgendwie, was weiß ich, trag Bäume den Berg hoch und dafür wirst du bezahlt. Es ist fast, ich meine, man kann dann auch gleich was Sinnvolles machen, ja. Aber es ist einfach nur wichtig, dass die Leute irgendeine Arbeit haben, für die sie irgendwie bezahlt werden, was irgendwie die Nachfrage am Leben erhält. Und auf die Idee ist 1929 niemand gekommen. 1929 war die Idee, ja, wenn es schlecht läuft, dann muss der Staat wohl sparen. Ja? Und dann hat sozusagen keiner mehr Geld ausgegeben und alles ist zusammengebrochen. Verrückterweise wurde deswegen die Weltwirtschaftskrise, Sie werden niemals darauf kommen, was die Weltwirtschaftskrise 1929 beendet hat. Was hat irgendwann nach 1929 die Nachfrage sprunghaft gesteigert? Ja, der Zweite Weltkrieg. Da brauchen Sie Panzer und Materialien. Die werden danach alle wieder zerstört, weil Sie sind ja im Krieg und dann brauchen Sie noch mehr Panzer und noch mehr Zerstörer. Das heißt, die Weltwirtschaftskrise 1929 wurde einfach nur aus Versehen durch den Zweiten Weltkrieg gelöst. Und das ist natürlich doof, dass man immer gleich einen Weltkrieg braucht, nur um die Wirtschaftskrise zu beenden. Darum können wir eigentlich ganz froh sein, dass es Keynes gibt. Keynes ist also wichtig für die Wirtschaftswissenschaft, weil er gezeigt hat, dass Märkte, und da hat Polanyi recht, nicht automatisch, und da hat auch Marx recht, zu einem sinnvollen Gleichgewicht führen. Vor allem hat Keynes genauso wie Polanyi gezeigt, dass der Markt von Bedingungen abhängt, die er selber nicht schaffen oder garantieren kann, nämlich Vertrauen, positive Zukunftserwartungen. Und dass der Markt aus der Gesellschaft vieles selbst
braucht, was er nicht schaffen kann, nämlich nicht nur Arbeitskräfte, sondern auch stabile Währung und eben Vertrauen in die Zukunft. Also der Kapitalismus funktioniert nur, wenn Menschen auf die Zukunft vertrauen. Ganz banal übrigens, wenn Sie einen Schein aus Ihrem Portemonnaie nehmen, so, dann ist das ja eigentlich nur ein Stück Papier. Man könnte ja fragen, was ist der Unterschied zwischen hier diesem Stück Papier und diesem Stück Papier? Ja, der Unterschied ist, dass ich darauf vertraue, dass ich für dieses Stück Papier nicht nur heute ein Brötchen kaufen konnte, sondern auch morgen. Ja, und ja, hierfür kriege ich morgen wahrscheinlich kein Brötchen. Und dieses Vertrauen, das ist eigentlich, was der Kapitalismus braucht. Morgen geht's weiter und morgen wird's sogar noch besser. Jetzt gab es aber ein Problem in Keynes Logik. Sie wissen ja, bei Keynes muss der Staat Schulden machen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass es für Politiker relativ toll ist, in der Wirtschaftskrise zu sagen, ja, ich bin hier der Held, ich habe mich jetzt verschuldet. Aber das Problem ist, wenn hinter diesem ganzen Geld ausgeben, das der Staat macht, nicht langfristig auch mehr Güter stehen, dann hat der Staat irgendwann so viele Schulden, dass niemand mehr dem Staat Geld leiht. Und die Alternative ist, dass der Staat sagt, kein Problem, ich kontrolliere die Notenbank, die soll einfach immer mehr Geld drucken. Ja, aber was passiert in einer Wirtschaft, in der es immer mehr Geld gibt, aber dahinter nicht immer mehr Güter stehen? Inflation. Ja, Sie haben auf einmal doppelt so viel Geld, aber genauso viele Güter, dann ist jede Geldeinheit nur noch halb so viel wert. Man kann also Krisen und damit eine hohe Arbeitslosigkeit mit mehr Ausgaben bekämpfen, aber die bedeuten dann mehr Inflation. Das heißt, man akzeptiert entweder eine hohe Arbeitslosigkeit oder hohe Schulden oder hohe Inflation. Und das hat eine Weile ganz gut funktioniert. Da haben Länder dann mit keynesianischer Wirtschaftssteuerung die Arbeitslosigkeit bekämpft. Also man hat gesagt, ja gut, dann ist die Inflation halt etwas höher, dafür sinkt dann die Arbeitslosenquote. Aber in den 1970er Jahren ging das nicht mehr weiter, denn da hat man immer mehr Geld gedruckt. Aber die Firmen haben gesagt, sorry, ihr könnt hier so viel Geld drucken, wie ihr wollt. Für uns lohnt sich die Produktion einfach nicht mehr und haben die Arbeitskräfte dann trotzdem rausgeschmissen. Und dann hatte man das Schlimmste aus beiden Welten. Inflation, man konnte sich mit seinem Geld immer weniger kaufen und trotzdem waren alle arbeitslos. Das zweite Problem an Keynes Idee war, dass Staaten die Schulden, die sie in der Wirtschaftskrise gemacht haben, ja im nächsten Wirtschaftsboom senken sollten. Aber naja, wenn sie Politiker sind, eigentlich ist es natürlich ganz cool, diese ganzen Wohltaten einfach immer weiter zu verteilen und die Schuldenquote nicht auch irgendwann wieder zu senken. Das heißt, irgendwann waren die Staaten dann auch so verschuldet, dass sie sagen konnten, die Inflation ist hoch, wir können nicht noch mehr Geld drucken, die Arbeitslosigkeit ist trotzdem hoch. Aber irgendwann steigen jetzt auch langsam die Schulden so, dass wir nicht einfach immer mehr mit Kreditfinanzierung, was weiß ich, irgendwelche Staudämme oder sowas bauen können. Und das war der Punkt in den 1970er Jahren, als sich immer mehr Probleme mit Keynes Lehre auftaten und man auf eine neue Idee kam. Neoliberalismus. Und der Neoliberalismus geht zurück auf die Ideen von jemandem, den bis dahin alle für einen kompletten Spinner gehalten haben, nämlich Friedrich August von Hayek. Und was Hayek von Keynes unterscheidet, das verstehen Sie am besten, wenn nicht ich es Ihnen erkläre, sondern Sie ein ganz kurzes Video dazu gucken, das auch lustiger ist, als ich es bin.